Weil du sagst, wow, hier zu Hause ist so schön. Ja. Ich genieße jeden Atemzug. Wenn ich nach da schaue, gefällt es mir. Wenn ich da schaue, wenn ich mich anschaue, gefällt es mir. Ja. Und Und wenn es nicht so ist, ist die Frage. Hey, ihr Wundervollen. hey, ihr Lieben. Eine neue Woche. Ja. Es ist schön, wieder hier zu sitzen. Wir saßen schon ganz, ganz lange nicht Ja. mehr auf unserer Brücke. Ja. Und es ist einfach wirklich ganz besonders die Zeit. Es ist so eine Tiefe und die Frequenzen sind so hoch und gehen so tief, wenn du in dir ganz viel Platz gemacht hast, dass sie fast schon direkt durch deinen Körper in die Erde strömen. Ja. Und sie lassen nicht mehr viel Spielraum für Unklarheiten, Nee. weil die haben so eine Direktheit, dass du relativ klar siehst und manchmal natürlich auch mit einem Schlag ins Gesicht, sage ich jetzt mal, wo du gerade stehst und was gerade ist und was der Ursprung von der Situation war, die du dir erschaffen hast. Und das ist wirklich, ich finde, das nimmt immer mehr Fahrt Ja, auf. Das ja. hört wirklich gar nicht auf. Und es ist natürlich, je gläsernhafter du bist, ne, je durchsichtiger du dich selbst schon gewagt hast zu machen, umso leichter ist es für dich zu erkennen, wofür eine Situation da ist. Also bei uns ist es mittlerweile so, ja, die Situation ist da und ich finde, an manchen Stellen ist es sogar schon so, die ist noch gar nicht da und wir wissen schon, ah, okay, Ja. das ist es. Manche Leute würden sagen, das ist dann irgendwie Hellsehen, Vorhersagen. Und eigentlich ist es einfach Schwingen. Ja. Und das ist wirklich der Oberhammer, wie von ganz alleine das kommt, umso reiner und gläsernhafter du bist, Ja. umso besser siehst du an einer gewissen Stelle sogar vorher schon, weil dein Gefühl einfach so fein ist, wenn von irgendwo ein kleiner Windhauch kommt, weiß dein Gefühl ganz genau, was der Ursprung davon Ja. ist. Es ist Zeit, dass du deine Hellsinne einfach wieder frei machst. Und aus unserer Erfahrung ist es einfach ein Weg. Denn es bringt überhaupt nichts, und zwar wirklich gar nichts, wenn du voll in deinen Hellsinnen bist und dich beströmst mit dem höchsten Licht, weil wo das höchste Licht ist, ist die höchste Dunkelheit. Und das merken sicherlich gerade auch relativ viele, die eben so besonders lichtig ausgerichtet sind, dass sich da viel Dunkelheit zeigt. Dann freu dich, weil alles, was sich zeigt, kannst du lösen. Es gibt nichts und gar nichts, was wir nicht lösen können. Alles ist in uns. Und das macht es ganz, ganz leicht. Und deswegen an der Stelle bleib dran und sei froh, wenn sich irgendwas zeigt, damit du es lösen kannst. Es ist wirklich auch erst recht in der Zeit, dazu haben wir auch den Filter für dich diese Woche, unfassbar wichtig, dass wir immer mehr uns trainieren, dass wir auf unserem Platz bleiben und vielleicht bei dir oder bei irgendjemand, der sich überhaupt erstmal dort einfindet. Ja, Und genau. wirklich, weil das ist umso gläsernhaftiger wir werden, umso wichtiger ist es für dich, dass du auf deinem Platz sitzt. Weil sonst fängst du an, die Geschichten immer und immer wieder durchzuspielen, Themen aufzulösen, die du längst schon gelöst hast, dir Schwere zu erschaffen, wo eigentlich keine sein Ja. muss. Und ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du deinen Platz zunächst einmal überhaupt erfährst und fühlst, wie fühlt sich denn mein Platz an? Und dazu eben der Filter. Nimm dir doch mal ein paar Situationen oder auch nur eine einzige aus der vergangenen Woche und schau dir an und fühl richtig rein, war das dein Platz? Bist du in dieser Situation du selbst gewesen? Und um das auszutesten, kannst du ein bisschen was mit deinem Körper machen, denn darum geht's ja. Wir sind ja in diesem wunderschönen Körper. Also geh in die Situation, so wie du reingegangen bist, so wie du sie erlebt hast, und dann schau mal, wie fühlt sich die gleiche Situation an, wenn du einen Schritt zur Seite gehst, wenn du einen Schritt nach vorne gehst, vielleicht zwei Schritte. Geh da nach deinem Gefühl. Für die Leute, die schon mal Aufstellungen gemacht haben, das ist ein bisschen ähnlich. Du bewegst dich sozusagen um diesen
Platz, an dem du standest, während der Situation und schaust, was nährt mich mehr. Und vielleicht ist es schon der Platz, an dem du gestanden bist. Ja. Und das kannst du auch in der kommenden Woche machen, in wichtigen Situationen. Vielleicht weißt du schon, die ein oder andere Situation ist ganz wichtig. Dann mach das im Trockenen, sagen wir oft. Ja? Gönn dir das, dass du es zu Hause mal einfach ein bisschen dich reinfühlst in die Situation und deinen Platz einnimmst. Ja. Und wirklich auch in Situationen, wo du merkst, okay, es klappt irgendwie gar nichts und du fühlst dich so eng wie ein Brett vorm Kopf und dein gesamtes System ist eher so. Dann nimm dir vielleicht, wenn das geht, ein bisschen Raum. Geh kurz aufs Klo oder wenn du eh alleine bist, üb das und schau, wie es sich anfühlt, wenn du mal von dem Platz runtergehst. Mhm. Nach, wie du gesagt hast, links, rechts, wo auch immer hin. Ja. Und dann merkst du, spiele ich eigentlich gerade für irgendwen? Bin ich gerade überhaupt ich? Und sind die Sachen, die ich mir irgendwie hier erschaffen habe, überhaupt meine? Mhm. Und das macht so viel Freiraum, wirklich, das ist einfach so ein Geschenk. Ich finde, wir spielen ja sowieso schon seit Jahrhunderten die Situationen, die uns im Grunde genommen auch zu Lösungen führen könnten, wenn wir sie sehen würden. Gerade eben ist Urlaubszeit. Die Menschen reisen und reisen. Und das hat auch was damit zu tun. In dir spürst du, das ist irgendwie, ich bin nicht auf dem richtigen Platz, und dann gehst du anders hin ans Meer, schaust dir tolle Sachen an, alles ist wunderbar. Und dann mach die Brücke für dich. Erkenne, oh wow, ich muss mal zu Hause schauen, zu Hause. Wie fühle ich mich, wenn ich zu Hause bin? Vielleicht wohnst du ja auch gar nicht am richtigen Ort, vielleicht bist du gar nicht im richtigen Umfeld, vielleicht bist du wirklich ganz menschlichen Falls nicht am richtigen Platz. Prüf das, weil natürlich darf es dir auch klar sein, von 3 Wochen und selbst wenn du 6 Wochen hast oder 8 Wochen, von 8 Wochen Urlaub fühlst du dich nicht für den Rest deines Lebens. Ja. Ne? Also, das sind wie Nikotinpflaster für jemand, der gerne aufhören will zu rauchen. Nur wenn das Nikotinpflaster gerade aus ist und da liegt eine Zigarette, dann weißt du selber, du oder die Person, die würde in dem Moment wieder rauchen. Ja. Das Thema darf an der Wurzel gezogen sein. Genau. Du darfst sozusagen die Sucht, das Problem, das, warum du dich nicht gut fühlst, wirklich lösen. Und dann, wer weiß, vielleicht fährst du in dem Fall noch in Urlaub, vielleicht fährst du aber auch nicht mehr in Urlaub, weil du sagst, wow, hier zu Hause ist so schön. Ja. Ich genieße jeden Atemzug. Wenn ich nach da schaue, gefällt es mir. Wenn ich da schaue, wenn ich mich anschaue, gefällt es mir. Ja. Und wenn es nicht so ist, ist die Frage, warum wohnst du da? Ja. Also wirklich, du hast alles in deinen Händen. Du bist unfassbar groß. Mhm. Ja. Du bist einfach alles, was es gibt auf dieser Erde. Ja. Und deswegen kannst du auch alles sein und alles erschaffen. Irgendwann darfst du damit anfangen und heute ist zum Beispiel ein guter Tag dafür. Ja. Und wirklich ist es wichtig, dass du in dir aufräumst. Das sagen wir ja immer und immer wieder. Und das ist einfach die Basis. Das heißt, wenn du wirklich durchstarten willst, kannst du zum Beispiel in der Meisterschule unfassbar gut aufräumen. Ja. Oder du kommst zu einem Retreat, ins Retreat-Zentrum. Genau. Und spürst mal, wie sich das anfühlen kann. Das sind so geile Türöffner, diese Retreats. Und es sind auch nur 3 Tage. Weißt du, du musst da nicht mal besonders viel Zeit investieren. Wir machen es ausschließlich über die Wochenenden im Moment, damit du eben nur einen Tag frei nehmen musst, manchmal sogar nur einen halben, manchmal gar keinen, je nachdem, wie deine Arbeitszeiten sind. Gönn dir so einen, ich sag mal, leichten Einstieg und gönn's dir. Es ist einfach wichtig, dass du irgendwo beginnst, dich selber zu erkennen. Du musst dich sowieso erkennen, ob du es heute oder morgen tust. Und dann kannst du auch gleich jetzt schon anfangen. Ja. Nächste Woche gibt's gar nicht so viel. Nächste Woche Sonntag findet Crystal Flow statt. Genau. Das heißt, wenn du mal wieder mit uns fliegen willst, dann buch dich ein. Genau. Und natürlich, das sagen wir schon fast gar nicht mehr dazu, die Frequenzen sind unfassbar direkt. Sie sind vielleicht für den einen oder anderen, können sie gerade ein bisschen wie zu dicht
wirken. Vielleicht kommst du gerade ganz arg an deine Wut oder Aggression oder erlebst ganz viele aggressive Menschen. Und dann ist einfach Zeit, A, geh aus dem Kollektiv, damit du sozusagen die Heftigkeit der Frequenzen ohne die Dunkelheit in dir spüren kannst. Und B, schau einfach all dieses Licht, was da jetzt gerade einströmt, all diese Liebe, die gerade spürbar ist, was macht die mit dir? Wo dockt die an? Welche Gefühle werden da spürbar? Und dann weit dich darüber hinaus. Ja. Genieß deine Woche. Ja, genieß dich, genieß deine Woche und so viel Liebe zu dir. Danke.